wenn ich... Ich muss ja die Tür hier schon verändern, wenn ich überhaupt langlaufen will. Das ist ja Quatsch. Und hier muss es auch eine von denen sein. Nicht hier durch geht's da auch nicht. Nee. Ich rate jetzt. Die hier. Jetzt bin ich dran. Da. Nase voll. Leitens Lehrling. Geschafft. Du musstest zwar durch jeden Raum, aber keiner hat verlangt, dass du jeden Raum nur einmal betrittst. Ja, gut. Von mir aus. Ich habe es gelöst, aber es ist trotzdem seltsam, Professor. Wieso sollte jemand hier unten ein Rätsel anbringen? Vielleicht haben sich die Arbeiter in den Minen damit zwischen den Schichten die Zeit vertrieben. Ein Tagebuchschlüssel. Wir nähern uns hier, glaube ich, mit immer größeren Schritten dem Ende. Nun ist auch mein Vater der Krankheit zum Opfer gefallen. Angeblich haben Stadtflüchtige aus Folsets sicherer Entfernung ein Dorf gegründet. Sicher lebt auch sie nun dort. Ich beschloss, ihr einen Brief zu schreiben. Da ich nun der Herzog bin, kann ich die Stadt nicht verlassen. Aber ich gab den Brief einem Reisenden mit, der durch die Stadt kam. Ich warte geduldig auf ihre Antwort. Ach, ist das rührend. Wozu dieser Schalter hier wohl dient? Lass mich raten, wir müssen jetzt noch ein Rätsel lösen. Nee, doch nicht. Mit diesem Fahrstuhl kommen wir tiefer in die Mine, aber er scheint kaputt zu sein. Wir müssen ihn wieder zum Laufen bringen, aber wir sollen wieder das anstellen. Aha, dort ist offensichtlich ein Schaltkreis kaputt, dann kann man den Aufzug ja nicht fahren. Sehen wir doch mal. Ja, wenn wir die Elemente der Schalttafel umordnen, sollte der Fahrstuhl wieder funktionieren. Na, los geht's. Och, nö. Auf der Schalttafel des Fahrstuhls sind mehrere Schiebeelemente angebracht. Laut Bedienheft müssen die blaue und die rote Kugel vertauscht werden, um die Stromzufuhr wieder zu aktivieren. Schaffst du das? Nee. Ah ja, die Dinger hier sind fest, wa? Ja, scheiße. Schade. Ich muss ja auch noch beide völlig vertauschen. Das ist ja echt ätzend. Ach, zu Hilf, zu Hilf, zu Hilf, zu Hilf. So ein furchtbar böses Rätsel. Das gehört so zu den Großvätern jedes Schieberätsels. So. Diese Aufgabe lässt sich auf mehrere Arten lösen. Aber sicherste Methode ist es, sich auf die L-förmigen Stücke zu konzentrieren. Du kannst viel Platz schaffen, indem du diese Blöcke so positionierst, dass sie mit anderen ineinander greifen. Aha. So. Greifen wir erstmal die beiden ineinander. Und dann die hier. Und dann habe ich schon... fast geschafft. Verdammt. Kann ich nicht einfach nur eine Kugel nach unten und eine nach oben schieben? Nee? Schade. Probieren wir es mal erstmal so. 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 Ich habe die doch jetzt ausgetauscht. Oder kann es sein, dass ich die an gleiche Stelle wie vorher gepackt habe? Hä? Warte mal. Also die rote? Ich habe die an die gleiche Stelle gepackt wie vorher. Ah, ist das doof. So. Also die blaue muss aufs blaue leuchten, die rote muss aufs rote leuchten. So.
kriege ich ja die Kugel da nicht mehr raus. Mist. Ah, das sieht doch schon fast ganz gut aus, was ich hier mache. Boah, geschafft. Jetzt bin ich dran. Das war viel zu leicht. Gut getüftelt. Na, wie viele Züge hast du benötigt, um diese Aufgabe zu lösen? Wenn du es richtig geschickt anstellst, kannst du das Rätsel nur 12 Zügen bewältigen. Ja, du mich auch. Oh, hörst du das auch? Der Fahrstuhl funktioniert wieder. Oh, beim Fahrstuhl regt sich etwas. Ich denke, wir haben ihn repariert. Ausgezeichnet. Dann sehen wir doch mal, auf was wir da unten stoßen. Los geht's. Noch ein Rätsel, jawohl. Was meinst du, Luke? Ob wir in diesem Tresor die Aufzeichnungen finden, von denen Stanley sprach? Das wissen wir wohl erst, wenn wir ihn öffnen. Das Schloss sieht recht kompliziert aus. Vielleicht können wir die Kombination entschlüsseln. Finde die vierstellige Kombination, die die Panzertür öffnet. Die Ziffern von 0 bis 5 stehen zur Verfügung, aber jede darf nur einmal verwendet werden. Die Lampen rechts von jeder Zahlenfolge zeigen an, wie nahe diese der korrekten Kombination ist. Jedes weiße Licht steht für eine korrekte Ziffer, die aber an der falschen Stelle steht. Jedes rote Licht steht für eine korrekte Ziffer, die dazu an der falschen, an der richtigen Stelle steht. Gib deine Kombination durch Berühren der Ziffern unten ein und wähle dann Antwort. Ach so. So, also sie besteht auf jeden Fall aus 4, 1, 5 und 0. Weil es müssen doch... Das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil hier oben stehen zwei Ziffern an der richtigen Stelle. Ach so. Okay, also ich sag mal, die 5 ist wahrscheinlich dann schon mal richtig. Also sagen wir mal hier... muss die 5 rein. So. Und hier würde ich die 4 reinsetzen. Hier stehen zwei Ziffern an der richtigen Stelle. Das heißt, ich würde darauf tippen, dass hier die 0 und die 1 rein muss, weil das sind die einzigen beiden, die noch übrig sind aus unserer Zahlenfolge hier oben, wo ja zumindest alle Zahlen richtig waren. Und die 2 und die 3 sind ja sowieso falsch, also... testen wir mal. Kein Rätsel ohne Lösung. Na, ging doch super. Ganz famos. Gut kombiniert. Die richtige Zahlenfolge lautet 0154. Man kann bei dieser Art Rätsel zwar auch einfach Zahlen auf gut Glück eingeben, aber es macht viel mehr Spaß, sich die Antwort selbst zu überlegen. Ja, und vor allem ging es so viel schneller. Wir hätten ja weiß ich nicht, wie viele Kombinationen. Können die mal mit diesen gruseligen Geräuschen aufhören? Es ist mal mitten in der Nacht, wenn ich das hier gerade aufnehme. Ah, so geht das. Schauen Sie mal, Professor.
Oh, das sieht ganz nach den Aufzeichnungen eines Arbeiters aus. Was für ein glücklicher Fund. Vielleicht erfahren wir ja nun, was sich hier zugetragen hat. Lesen wir mal.